Sie hören nun einen Vortrag von Dr. Sebastian Gölli zum Thema Strafverfahren in der Krise, zum Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Gesundheitsschutz und Grundrechten sowie Verfahrensgrundsätzen am Beispiel von Österreichs Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Sebastian Gölli schloss sein Studium der Rechtswissenschaften in Graz im Jahr 2015 mit dem Diplom ab. Seitdem ist er dort Universitätsassistent am Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie. Zwischenzeitlich arbeitet er auch für den österreichischen Verfassungsgerichtshof. 2019 wurde er mit einer strafrechtlichen Dissertation promoviert. Sehr geehrte Damen und Herren, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Dieses bekannte Sprichwort hört man in Zeiten der Covid-19-Pandemie immer wieder und ich denke, es passt in mehrfacher Hinsicht zu diesem Beitrag. Außergewöhnlich ist, zumindest für mich, zunächst diese Art der Tagungsabhaltung. Ich möchte daher einleitend dem Organisationsteam ganz herzlich dafür danken, dass es so schnell diesen innovativen Weg des fachlichen Austauschs eröffnet hat. Das Sprichwort passt meines Erachtens aber auch gut zum Thema dieses Beitrags. Es wird wohl niemand bestreiten, dass wir gerade außergewöhnliche Zeiten erleben und auch nicht, dass unsere Regierungen gerade außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen. Wenn aber das Sprichwort apodiktisch meint, dass außergewöhnliche Maßnahmen in solchen Zeiten erforderlich seien, wird man, gerade als Juristin oder Jurist, hellhörig werden müssen. Schließlich müssen wir auch in außergewöhnlichen Zeiten die ergriffenen Maßnahmen kritisch betrachten, gerade wenn sie nicht gewöhnlich sind. Das gehört zum Wesen eines Rechtsstaats, in dem auch in Krisenzeiten Verfahrensgrundsätze und Grundrechte zu respektieren sind. Und für so einen grundrechtssensiblen Bereich wie den des Strafrechts gilt das natürlich besonders. Ich möchte im Folgenden kurz darstellen, wie derzeit in Österreich Strafverfahren in der Krise verlaufen. Dabei wird versucht, am Beispiel der aktuellen österreichischen Covid-19-Sonderregelungen das Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Gesundheitsschutz und Grundrechten bzw. Verfahrensgrundsätzen zu verdeutlichen, das momentan wohl auch eine Vielzahl anderer Staaten bewegt. Bevor man sich aber diesen aktuellen Covid-19-Sonderregelungen zuwendet, erscheint es sinnvoll zu untersuchen, inwiefern das österreichische Strafprozessrecht bereits vor diesen Sonderbestimmungen verfahrensrechtliche Spielräume eröffnet hat, die nun auch der Pandemiebekämpfung dienen können. Dies erleichtert es, die aktuellen Sonderregelungen sowie die mit diesen verbundenen Eingriffe in Grundrechte und Verfahrensgrundsätze einzuordnen, denn die Sonderregelungen sind nicht isoliert zu betrachten, sondern vor dem Hintergrund der bestehenden Rechtslage, die sie ergänzen und verändern. Dabei soll auch deutlich werden, welche Grenzen die österreichische StPO Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen normalerweise setzt. Wie sich zeigen wird, bietet aber auch das unter Anführungszeichen normale Verfahrensrecht einige Spielräume, die die Pandemiebekämpfung unterstützen können. Diese könnten außerdem im Rahmen des langsamen Wiederhochfahrens des Strafjustizbetriebs begleitend zur Reduktion der Ansteckungsgefahr genutzt werden. Ganz zu Beginn möchte ich aber kurz anreißen, welchen Grundrechten und Strafverfahrensgrundsätzen im hier interessierenden Spannungsverhältnis besondere Bedeutung zukommt. Die Covid-19-Sonderregelungen könnten im Spannungsverhältnis zu einer Vielzahl von Grundrechten und Strafverfahrensgrundsätzen stehen. Besonders zu denken ist dabei wohl etwa an das Recht auf Freiheit, auf den gesetzlichen Richter, auf ein faires Verfahren oder an Grundrechte, die die Haftbedingungen betreffen. Auch zum Beispiel die Strafverfahrensgrundsätze der Verhältnismäßigkeit und des rechtlichen Gehörs, das Recht auf Verteidigung, das Beschleunigungsgebot, die Grundsätze der Mündlichkeit und der Öffentlichkeit sowie der Unmittelbarkeit könnten durch die Sonderregelungen berührt werden. Diesen Grundrechten und Verfahrensgrundsätzen steht auf der anderen Seite die Zielsetzung der Sonderregelungen gegenüber, die weitere Verbreitung von Covid-19 zu verhindern, also der Schutz der öffentlichen Gesundheit und damit insbesondere auch das Recht auf Leben. Vor dem Hintergrund dieses Spannungsverhältnisses finden die folgenden Überlegungen statt. Kommen wir nun aber zu möglichen Maßnahmen zur Reduktion der Ansteckungsgefahr mit Covid-19, die die österreichische StPO bereits vor den aktuellen Sonderregelungen eröffnet hat. Zur Reduktion dieser Ansteckungsgefahr bietet sie im Wesentlichen zwei mögliche Ansatzpunkte. Erstens eröffnet die österreichische StPO gewisse Spielräume, durch die die Zahl der persönlichen Kontakte reduziert werden kann. Das betrifft sowohl den Kontakt zwischen im weiteren Sinne am Verfahren Beteiligten als auch zu nicht unmittelbar daran Beteiligten. Auch im Kontext der Untersuchungshaft finden sich gewisse Spielräume, persönliche Kontakte zu reduzieren. Zweitens können auch Möglichkeiten der Veränderung von örtlichen Zuständigkeiten der Pandemiebekämpfung dienen.
etwa wenn einzelne Justizeinrichtungen in Quarantänegebieten liegen oder gerade sie in besonderem Maße von Covid-19 betroffen sind. Im Folgenden will ich ausgewählte Beispiele für solche Spielräume kurz darstellen. Wie sich später noch zeigen wird, hat der Gesetzgeber in manchen dieser Bereiche nunmehr auch mit Sonderregelungen nachgeschärft. Welche Möglichkeiten bietet nun aber die österreichische StPO, um die Zahl persönlicher Kontakte zwischen am Verfahren beteiligten Personen zu reduzieren? Hier ist zunächst an den Bereich des digitalen Schriftverkehrs zu denken. Die digitale Abwicklung des Schriftverkehrs gerade mit den Parteien ist über den sogenannten elektronischen Rechtsverkehr in der österreichischen Justiz ohnehin bereits sehr weit verbreitet, etwa für die Einbringung von Schriftsätzen und Urkunden. Zum Teil ist aber ein elektronischer Schriftverkehr auch zwischen den Strafverfolgungsbehörden vorgesehen, etwa die elektronische Übermittlung von Berichten oder Anordnungen zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Durch diese digitalen Formen der Daten- bzw. Urkundenübermittlung kann zunächst eine Vielzahl persönlicher Kontakte vermieden werden. Zusätzlich wird aber auch der Umgang mit Schriftstücken vermieden, an denen Viren anhaften könnten. Besondere Beeinträchtigungen von Grundrechten oder Verfahrensgrundsätzen sind durch diese Maßnahmen wohl eher nicht zu befürchten. Auch der Einsatz von Videokonferenztechnik könnte zur Reduktion von persönlichen Kontakten beitragen. Für Vernehmungen im Ermittlungsverfahren ist der Einsatz von Videokonferenztechnik nur vorgesehen, wenn sich die betreffende Person außerhalb des jeweiligen Sprengels aufhält. Zur Pandemiebekämpfung wird hier insofern kein wirklicher Spielraum eröffnet. Anderes gilt wohl für das Hauptverfahren, in dem eine Vernehmung von Zeugen im Videokonferenzweg möglich ist, wenn diese durch ihr Alter, durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder aus sonstigen erheblichen Gründen nicht in der Lage sind, persönlich zu erscheinen. In Pandemiezeiten könnte daher in Hauptverhandlungen wohl einzelne Zeugenvernehmungen mittels Videokonferenz durchgeführt werden, wenn einer dieser Fälle vorliegt. Auch so könnte die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 reduziert werden, da persönliche Kontakte auch im Zuge der An- und Abreise der Zeugen zur Hauptverhandlung vermieden würde. Eine Reduktion der persönlichen Kontakte durch die Vermeidung der Anwesenheit von Zeugen in der Hauptverhandlung wäre ferner dadurch möglich, dass deren protokollierte Aussage verlesen wird, anstatt die Zeugen erneut zu vernehmen. Eine solche Verlesung ist, abgesehen vom Vorliegen von Einverständnis zwischen Angeklagten und Ankläger darüber, unter anderem auch dann zulässig, wenn ein persönliches Erscheinen des Zeugen wegen seines Alters, wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder aus anderen erheblichen Gründen füglich nicht bewerkstelligt werden konnte. So könnte die Aussage eines an Covid-19 erkrankten Zeugen verlesen werden. Ein anderer erheblicher Grund für die Verlesung könnte wohl etwa dann vorliegen, wenn ein Zeuge, zum Beispiel wegen Zugehörigkeit zu einer Hochrisikogruppe, durch das Erscheinen besonders gefährdet würde. Eine Reduktion der Ansteckungsgefahr könnte auch hier wieder durch die Vermeidung von persönlichen Kontakten erreicht werden. Durch eine solche Verlesung wird jedoch der Grundsatz der Unmittelbarkeit berührt. Ein pauschaler Verweis auf die Pandemiesituation allein wird das Gericht daher nicht dazu berechtigen, generell auf Vernehmungen zu verzichten und sich stattdessen mit Verlesungen zu begnügen. Schließlich kommen zur Reduktion von Ansteckungsgefahren noch weitere Maßnahmen in Betracht, durch die eine persönliche Anwesenheit anderer am Verfahren Beteiligter als Zeugen vermieden werden kann. Der Angeklagte hat grundsätzlich ein höchstens punktuell beschränkbares Recht darauf, bei seiner eigenen Hauptverhandlung anwesend zu sein. Ihn trifft sogar eine Pflicht dazu. Unter bestimmten Umständen darf die Hauptverhandlung aber als sogenanntes Abwesenheitsverfahren auch dann durchgeführt und ein Urteil gefällt werden, wenn der Angeklagte trotz entsprechender Ladung nicht erschienen ist. Grundsätzlich möglich und zumindest in Teilen Österreichs auch üblich ist es, auf die Beiziehung eines eigenen Schriftführers zu verzichten. Dann hat das Gericht das Protokoll für die Anwesenden hörbar zu diktieren. In geschworenen Verfahren ist ein solcher Verzicht jedoch unzulässig. Zur Pandemiebekämpfung könnten auch diese Maßnahmen durch eine Reduktion der Zahl der persönlichen Kontakte beitragen. Gerade die Abwesenheit des Angeklagten erscheint jedoch im Lichte mehrerer Verfahrensgrundsätze bzw. Grundrechte als nicht unproblematisch. Zur Vermeidung von Ansteckungen mit Covid-19 kann auch die Reduktion von persönlichen Kontakten mit nicht unmittelbarem Verfahren Beteiligten beitragen. Insbesondere nicht volksöffentliche Verhandlungen können eine erhebliche Reduktion von persönlichen Kontakten im Strafjustizbetrieb bewirken.
Vorweg festzuhalten ist, dass Beschränkungen der Öffentlichkeit, die sich etwa aus Gründen der Raumkapazitäten ergeben, zulässig sind, solange sie nicht zu einem faktischen Ausschluss der Öffentlichkeit führen. Daher erscheint es unter Beachtung dieser Schranke wohl auch als zulässig, nur so viele Zuschauende einzulassen, dass auch allenfalls vorgeschriebene Sicherheitsabstände zwischen den Sitzplätzen eingehalten werden können. Auch so kann die Zahl der im Verhandlungssaal Anwesenden und damit die Ansteckungsgefahr reduziert werden. Für einen gänzlichen Ausschluss der Öffentlichkeit aus Gründen der Pandemiebekämpfung bietet die österreichische StPO hingegen wohl keine taugliche Grundlage, zumal eine Pandemie weder unter das herrschende Verständnis einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung noch unter das einer Gefährdung der nationalen Sicherheit fallen wird. Eine noch weitergehende Reduktion der persönlichen Kontakte im Rahmen einer Verhandlung wird dann erreicht, wenn diese generell nicht öffentlich, also auch ohne die Parteien stattfindet. Hierzu bietet die österreichische StPO im Wesentlichen zwei Anwendungsfälle. Zum einen kann über Rechtsmittel unter bestimmten Umständen nach bloß nicht öffentlicher Beratung entschieden werden. Zum anderen kann im sogenannten Mandatsverfahren unter gewissen Voraussetzungen die Straffestsetzung mittels Strafverfügung ganz ohne vorangehende Hauptverhandlung erfolgen. Wenn Staatsanwaltschaft, Angeklagter oder Opfer diese Strafverfügung jedoch beeinspruchen, tritt sie außer Kraft und das Hauptverfahren ist wie üblich durchzuführen. Durch diese nicht einmal parteiöffentlichen Verfahrenserledigungen werden persönliche Kontakte und damit auch die Ansteckungsgefahr noch weiter reduziert. Das besondere Spannungsverhältnis gerade zum Grundsatz der Öffentlichkeit liegt dabei aber auf der Hand. Beim Mandatsverfahren, das im Übrigen im Praxis- und Lehrerteil sehr kritisch betrachtet wird, tritt noch eine Vielzahl weiterer betroffener Grundrechte und Verfahrensgrundsätze dazu. Schließlich kommen auch im Kontext der Untersuchungshaft einzelne Maßnahmen in Betracht, durch die die Zahl persönlicher Kontakte reduziert werden kann. Zunächst ist dabei an die Verringerung der Belagszahlen in den Justizanstalten zu denken. Zur Verringerung der Belagszahlen kommt in erster Linie die Fortsetzung der Untersuchungshaft als elektronisch überwachter Hausarrest in Betracht. Dies reduziert die Zahl der persönlichen Kontakte einerseits innerhalb der Justizanstalt durch eine geringere Zahl von dort Angehaltenen, entfaltet andererseits aber auch Folgewirkungen in Form einer Reduktion von Außenkontakten, insbesondere durch entfallende Besuche. Die österreichische StPO sieht aber auch noch andere Maßnahmen vor, durch die die Außenkontakte von den Justizanstalten Angehaltenen reduziert werden könnten. Eine solche Verringerung der Außenkontakte wäre zunächst durch eine Reduktion von Besuchen möglich. Nach der österreichischen StPO darf die Untersagung bzw. der Abbruch des Besuchs einer Person aber nur erfolgen, wenn von dieser eine Gefährdung der Anstaltssicherheit zu befürchten ist. Dies könnte wohl bei einer besuchswilligen Person mit einschlägigen Krankheitssymptomen angenommen werden. In diesem beschränkten Ausmaß könnte die Einschleppung von Viren so zumindest erschwert werden. Zu bedenken ist jedoch, dass bei Eingriffen in Besuchsrechte auch grundrechtliche Schranken betreffend die Haftbedingungen zu beachten sind. Kaum Möglichkeiten bietet die österreichische StPO grundsätzlich, um von der Vorführung von Beschuldigten zur Haftverhandlung abzusehen oder stattdessen Videokonferenztechnik einzusetzen. In den hier dargestellten Bereichen wurden jedoch durch die Covid-19-Sonderregelungen neue Möglichkeiten zur Kontaktreduktion geschaffen, auf die später noch eingegangen wird. Bevor nun aber endgültig die aktuellen Covid-19-Sonderregelungen in den Fokus gerückt werden können, ist noch zu betrachten, inwieweit die österreichische StPO selbst Veränderungen der örtlichen Zuständigkeit zulässt, die auch der Pandemiebekämpfung dienen können. Zunächst ist auf die Rechtslage betreffend Staatsanwaltschaften und Gerichte einzugehen. Die Übertragung von Verfahren an eine andere, eigentlich örtlich unzuständige Staatsanwaltschaft ist etwa aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen wichtigen Gründen möglich. Aus denselben Gründen ist auch eine Delegierung von Haupt- und Rechtsmittelverfahren an ein eigentlich örtlich unzuständiges Gericht zulässig. Das Vorliegen einer Pandemie bzw. die Verhinderung der Verbreitung einer solchen kann wohl als wichtiger Grund aufgefasst werden. Hier kann auch gleich die erste aktuelle Covid-19-Sonderregelung für den Bereich der Strafjustiz vorweggenommen werden. Mittlerweile hat die Bundesministerin für Justiz durch Verordnung ausdrücklich klargestellt, dass die Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 einen solchen wichtigen Grund darstellt.
Festzuhalten ist jedoch, dass eine solche Zuständigkeitsveränderung in das Recht auf den gesetzlichen Richter eingreift und daher mit jedem Einzelfall verantwortungsvoll umzugehen ist. Die österreichische StPO sieht auch Möglichkeiten zur Veränderung der örtlichen Zuständigkeit von Justizanstalten vor. Eine Veränderung des Haftorts für die Untersuchungshaft ist dabei unter anderem möglich, wenn dies notwendig erscheint, um schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken. Zumindest bei wohlwollender Lesart des Gesetzestextes könnte darunter wohl auch eine besondere Gefahr der Ansteckung mit Covid-19 verstanden werden, etwa wenn die Krankheit in der zuständigen Justizanstalt ausgebrochen ist. Mittlerweile wurde aber auch hier durch Covid-19-Sonderregelungen der Spielraum erweitert. Die Bundesministerin für Justiz wurde gesetzlich dazu ermächtigt, auch über die in § 183 der österreichischen StPO vorgesehenen Fälle hinaus die Zuständigkeit einer anderen Justizanstalt anzuordnen, solange die Maßnahmen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz andauern. Bislang wurde eine solche Verordnung noch nicht erlassen. Zuständigkeitsveränderungen der Justizanstalten können im Einzelfall zweifellos zur Vermeidung weiterer Ansteckungen innerhalb dieser beitragen. Die Veränderung des Haftorts kann aber zum Beispiel in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens eingreifen, etwa wenn große Entfernungen die Wahrnehmung des Besuchsrechts faktisch unmöglich machen. Nach diesen ersten Ausblicken auf Covid-19-Sonderregelungen möchte ich mich Ihnen nun endgültig zuwenden. Da der prozessuale Rahmen für diese Sonderregelungen bereits durch die vorangegangenen Ausführungen dargestellt wurde, kann die Auseinandersetzung mit den Covid-19-Sonderregelungen selbst sowie mit deren Einbettung in das österreichische Strafverfahrensrecht relativ zügig erfolgen. Die Covid-19-Sonderregelungen sind zum Teil einem sehr raschen Wandel unterworfen. Dieser Beitrag betrifft die Rechtslage am 29. April 2020. Für den Bereich des Strafjustizbetriebs finden sich die Sonderregelungen einerseits in eigenständigen Änderungen der österreichischen StPO und andererseits in mehreren Covid-19-Gesetzen, konkret dem 2. und dem 4. Durch diese wurden jeweils ebenfalls kleinere Änderungen der StPO vorgenommen, vor allem aber wurde durch sie das erste Covid-19-Justizbegleitgesetz geschaffen bzw. novelliert, das umfassende Verordnungsermächtigungen für die Bundesministerin für Justiz enthält. Durch eben diese Verordnungen der Justizministerin wurden besonders weitreichende Sonderregelungen eingeführt. Auf eine Darstellung der Details der Genese dieser Rechtsquellen und insbesondere ihrer jeweiligen schrittweisen Veränderungen möchte ich hier allerdings weitestgehend verzichten und mich stattdessen, eher ergebnisorientiert, primär auf deren jeweils letztgültige Fassung konzentrieren. Zuallererst ist auf jene aktuellen Covid-19-Sonderregelungen einzugehen, die weitreichende generelle Einschränkungen des Justizbetriebs bewirkten. Grundlegende Einschränkungen erfuhr der gesamte Justizbetrieb zunächst dadurch, dass der Parteienverkehr auf das zur Wahrung der Verfahrens- und Parteienrechte erforderliche Ausmaß beschränkt wurde. Auch Verhandlungen finden bzw. fanden zumindest nur in dringenden Fällen statt. Für den Bereich des Strafrechts bedeutete dies im Wesentlichen eine Beschränkung auf solche Fälle, in denen der Beschuldigte in Haft angehalten wird. Obwohl grundsätzlich alle Verfahren weiterzuführen sind, kam es durch den Umstand, dass nur in Ausnahmefällen Vernehmungen und Verhandlungen durchgeführt werden sollten, wohl zu einem faktischen Stillstand der meisten Verfahren. Nun vermeldet die Praxis aber bereits erste Anzeichen für ein langsames Wiederhochfahren des Strafjustizbetriebs und auch manche Sonderregelungen wurden bereits wieder aufgehoben. Dass die noch zu erläuternden weiteren Covid-19-Sondermaßnahmen für den Strafjustizbetrieb vielleicht als gar nicht so umfassend erscheinen mögen, ist meines Erachtens gerade vor dem Hintergrund dieser weitreichenden Einschränkungen des Justizbetriebs zu sehen. Der Umstand, dass bislang etwa kaum Regelungen erlassen wurden, die tiefer in den Ablauf von Hauptverhandlungen eingreifen, relativiert sich etwas, wenn man sich vor Augen führt, dass in den letzten Wochen ohnehin die Mehrzahl der Hauptverhandlungen nicht stattfinden konnte und damit auch der Bedarf an Krisenbestimmungen für diesen Bereich überschaubar blieb. Dies könnte sich nun im Zuge des langsamen Wiederhochfahrens des Justizbetriebs allenfalls ändern. So wurde beispielsweise im Nationalrat bereits beschlossen, für den Zivilrechtsbereich die rechtliche Möglichkeit zu schaffen, unter gewissen Umständen sogar ganze Verhandlungen im Videokonferenzweg durchzuführen. Schließlich wurde nunmehr auch eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen, die Beratung und Abstimmung zu in nicht öffentlicher Sitzung zu treffenden Entscheidungen im Umlaufweg erfolgen zu lassen.
Durch diese weitreichenden Einschränkungen wurde eine massive Reduktion der persönlichen Kontakte im Rahmen des Justizbetriebs möglich. Insofern korrespondieren diese Maßnahmen durchaus auch mit den sonstigen allgemeinen Maßnahmen wie etwa den Ausgangsbeschränkungen. Es wurde jedoch auch ein weitreichender Stillstand in vielen Verfahren bewirkt, wobei nicht alle Vorgaben für die Gestaltung des Strafjustizbetriebs auch öffentlich kundgemacht wurden. Im Ergebnis greifen diese massiven Einschränkungen des Justizbetriebs in zahlreiche Verfahrensgrundsätze und Grundrechte ein und erfordern einen sehr verantwortungsvollen Umgang, vor allem der zuständigen Gerichte und Staatsanwaltschaften mit diesen, um für jeden Einzelfall ein geeignetes Vorgehen in der Krisenzeit zu gewährleisten. Dabei wird, gerade auch im Zuge des langsamen Wiederhochfahrens des Strafjustizbetriebs, vor allem auf das Beschleunigungsgebot und das in Artikel 6 EMRK normierte Recht, binnen angemessener Frist gehört zu werden, sowie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bedacht zu nehmen sein. Auch jene Covid-19-Sonderregelungen, mit denen insbesondere zahlreiche Fristen unterbrochen wurden, griffen tief in den Strafjustizbetrieb ein. Die Fristunterbrechungen erfolgten dabei in mehreren Etappen und die Liste der betroffenen Fristen wurde auch nach und nach verlängert. In der Mehrzahl der Fälle dauerte diese Unterbrechung letztendlich bis zum Ablauf des 30. April 2020. Neu zu laufen beginnen bzw. begannen die Fristen wieder mit 1. Mai 2020. Die ursprüngliche Unterbrechung von Fristen galt dabei auch in Haftsachen. Diese wurde jedoch bald wieder aufgehoben. Mittlerweile hat die Bundesministerin für Justiz jene Bestimmung der Verordnung, mit der die Fristen unterbrochen wurden, gänzlich aufgehoben. Da die folgende Übersicht über zwischenzeitig unterbrochene Fristen daher schon bis zu einem gewissen Grad als rechtshistorisch erscheint, wird auf eine nähere Darstellung verzichtet. Hingewiesen werden soll nur darauf, dass die Mehrzahl der unterbrochenen Fristen solche zum Erheben, Einbringen, Anmelden oder Ausführen von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen betraf. Nach wie vor in Kraft sind hingegen jene Bestimmungen der betreffenden Verordnung der Bundesministerin für Justiz, die die Nichteinrechnung gewisser Zeiten in bestimmte Fristen oder Zeitspannen anordnen. So sind zum Beispiel jene Zeiten, in denen die Erbringung gemeinnütziger Leistungen im Rahmen einer Diversion aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nicht möglich ist, auch nicht in die Frist zur Erbringung derselben einzurechnen. Zwar geben die Materialien zu diesen Fristunterbrechungen keine ausdrückliche Begründung an, sie dürften aber wie im Zivilrechtsbereich insbesondere berücksichtigen, dass der Betrieb in der Justiz und den Rechtsanwaltskanzleien eingeschränkt ist und auch Unvertretene angesichts der aktuellen Herausforderungen wohl weniger als sonst dazu in der Lage sein werden, sich einem sie betreffenden Verfahren zu widmen. Schließlich unterstützt den Unterbrechen der Fristen noch andere Covid-19-Maßnahmen, da etwa das Aufsuchen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorerst aufgeschoben werden kann. Auf der anderen Seite bringen derartige generelle Fristenunterbrechungen aber unweigerlich Verfahrensverzögerungen mit sich und berühren damit das Beschleunigungsgebot und wiederum Artikel 6 EMRK. Da letztlich Haftsachen weitestgehend von den Fristunterbrechungen ausgenommen wurden und schließlich auch ein konkretes Datum für das Ende der Unterbrechungen angegeben wurde, konnte aber eine gewisse Entschärfung dieser Eingriffe erreicht werden. Wie bereits kurz angesprochen wurde, brachten die Covid-19-Sonderregelungen auch eine Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten von Videokonferenzen mit sich. Diese neuen Regelungen erweitern jedoch nur die Möglichkeiten, mit in Justizanstalten angehaltenen Personen Videokonferenzen abzuhalten. Diese Einschränkung dürfte auch darin begründet liegen, dass in den vergangenen Wochen Verhandlungen ohnehin fast nur in Haftsachen stattfanden. Wie bereits ausgeführt wurde, ist der Einsatz von Videokonferenztechnik zur Vernehmung von Zeugen in der Hauptverhandlung außerdem bereits nach den allgemeinen Regelungen in größerem Umfang möglich. Zulässig ist dieser vermehrte Einsatz von Videokonferenztechnik jedoch nur in Fällen einer Pandemie oder wenn es nach Maßgabe einer Verordnung der Bundesministerin für Justiz zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten nach dem Epidemiegesetz 1950 als notwendig erscheint. Eine entsprechende Verordnung wurde von der Ministerin auch bereits erlassen. Eingesetzt können derartige Videokonferenzen im Wesentlichen dazu werden, um die persönliche Anwesenheit des Beschuldigten bzw. des Angeklagten bei seinen Verhandlungen zu substituieren. Das gilt für das Ermittlungsverfahren ebenso wie für das Haupt- und Rechtsmittelverfahren.
Diese Ausweitungen der Einsatzmöglichkeiten von Videokonferenztechnik reduziert die Zahl der Außenkontakte von in Haft Angehaltenen drastisch, da sie die Justizanstalt nicht mehr für die persönliche Teilnahme an Verhandlungen verlassen. Hier wird auch wiederum das Ziel deutlich, eine Einschleppung von Covid-19 in die Justizanstalten möglichst zu vermeiden. Zu beachten ist aber, dass die bloße Zuschaltung des Beschuldigten bzw. Angeklagten zu seinen eigenen Verhandlungen mittels Videokonferenz leitende Prozessgrundsätze berührt und einige praktische Herausforderungen für die Wahrnehmung seiner Rechte mit sich bringt. So muss etwas sichergestellt sein, dass ihm ein Verfolgen des Inhalts der Verhandlung durchwegs möglich ist. Ferner muss zum Beispiel zur Wahrung des Rechts auf Verteidigung eine ungestörte und geheime Beratung mit dem Verteidiger möglich sein, deren Inhalt weder in der Justizanstalt noch im Verhandlungssaal von anderen wahrgenommen werden kann. Hier sind also insbesondere die Gerichte gefordert, den konkreten Einsatz der Videokonferenztechnik so auszugestalten, dass im Einzelfall die Einhaltung aller prozessualen Grundsätze und Grundrechte gewährleistet ist. Schließlich wurden noch weitere den Bereich der Haft betreffende Covid-19-Sonderregelungen erlassen. So darf nun etwa im Einzelfall auch ohne mündliche Haftverhandlung schriftlich über die Aufhebung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft entschieden werden, wenn eine Vernehmung des Beschuldigten im soeben besprochenen Videokonferenzwege nicht durchführbar ist. Auch in diesen Fällen hat jedoch eine strenge Prüfung der Voraussetzungen für die Untersuchungshaft stattzufinden. Auch die Haftfristen gelten weiter. Ferner hat die Justizministerin von ihrer Ermächtigung Gebrauch gemacht, den Besuchsverkehr von in Untersuchungshaft Angehaltenen auf telefonische Kontakte zu beschränken. Davon ausgenommen sind jedoch unter anderem Besuche von Rechtsbeiständen. Mittlerweile wurde diese Beschränkung mit dem Ablauf des 10. Mai 2020 befristet. Diese Verordnung verbietet auch das gleichzeitige Besuchen eines Angehaltenen durch mehrere Personen. Eine Ausnahme davon gibt es nur für eine erwachsene Begleitperson eines Besuchers, der das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bloß punktuell hingewiesen werden sollen noch auf einzelne Sonderregelungen aus Anlass der Covid-19-Pandemie für den Bereich des Strafvollzugs. So gelten etwa auch dort die beschriebenen Beschränkungen des Besuchsverkehrs. Auch Fristunterbrechungen wurden angeordnet, wobei auch hier erste Zurücknahmen dieser Sonderregelungen stattgefunden haben. Zudem wurden etwa zeitlich gestaffelte Aufschiebungen für Anordnungen des Strafvollzugs bzw. der Strafantritte angeordnet oder durch Verordnung festgestellt, dass zum Beispiel bei einer Infektion mit Covid-19 von einer Vollzugsuntauglichkeit der betreffenden Person auszugehen ist. Diese aktuellen Regelungen für den Bereich der Haft zeigen nochmals auf, welche Bedeutung der Vermeidung einer Einschleppung von Covid-19 in die Justizanstalten zugemessen wird. Derartige Eingriffe in Haftbedingungen und Rechtsschutzmechanismen sind jedoch besonders grundrechtssensibel. Eine erste Entschärfung des Spannungsverhältnisses zwischen den Covid-19-Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit auf der einen Seite und sonstigen Grundrechten auf der anderen Seite wurde wohl dadurch erreicht, dass die ursprünglich sehr weitgehende gesetzliche Verordnungsermächtigung zum Absehen von mündlichen Haftverhandlungen relativ schnell auf jene Fälle beschränkt wurde, in denen die Vernehmung des Beschuldigten mittels Videokonferenz nicht durchführbar ist. Nach diesem Überblick über die Covid-19-Sonderregelungen für den Bereich der Strafjustiz und ihre Spannungsverhältnisse zu unterschiedlichen Grundrechten und Verfahrensgrundsätzen sind diese Sonderregelungen abschließend noch einmal in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Die Materialien betonen mehrfach, dass man sich um möglichst geringe Eingriffe bemüht habe und weisen darauf hin, dass bei der Anwendung der Sonderregelungen auf die Einhaltung der Verfahrensgarantien Bedacht zu nehmen ist. Derartige Bemühungen werden etwa auch darin deutlich, dass Sonderregelungen nicht nur ausgeweitet, sondern auch immer wieder eingeschränkt wurden und auch nicht von allen Verordnungsermächtigungen Gebrauch gemacht wurde. Nichtsdestotrotz greifen vor allem einzelne dieser Maßnahmen, etwa die weitgehenden und zumindest in der jüngeren österreichischen Geschichte einmaligen Einschränkungen des Justizbetriebs, nicht unerheblich in Grundrechte und Verfahrensgrundsätze ein. Betont wurde wohl auch deshalb mehrfach die zeitlich beschränkte Geltung dieser Covid-19-Sonderregelungen. Durch das nach und nach zunehmende Nennen eines konkreten Außerkrafttretensdatums in den Verordnungen statt der Bindung an die noch unbekannte Dauer anderer allgemeiner Covid-19-Maßnahmen wurde die zeitliche Befristung auch nochmals deutlicher. Eine abschließende Beurteilung dieser Covid-19-Maßnahmen für den Strafjustizbetrieb wird dennoch wohl erst möglich sein, wenn die schlussendliche Geltungsdauer der einzelnen Maßnahmen feststeht.
Dies gilt insbesondere auch für die Frage, ob die Abwägung zwischen dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und den Eingriffen in andere Grundrechte und Strafverfahrensgrundsätze stets sachgerecht und verhältnismäßig erfolgt ist. Bereits jetzt stellt sich aber die Frage, ob eine Beibehaltung einzelner dieser Maßnahmen auch für die Zeit nach der Krise in Betracht kommt. Hier wird man etwa gespannt sein dürfen, ob manche dieser Maßnahmen, wenn sie sich in der aktuellen Praxis bewähren sollten, etwa mit dem Argument der Prozessökonomie in Gesetzesentwürfe Eingang finden werden. Außerdem stellt sich die Frage, ob es generell einer Aufnahme von Krisenbestimmungen in das Strafverfahrensrecht bedarf, wobei diese Frage sich wohl nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Staaten stellen wird. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Novellierungen der österreichischen StPO selbst durch die in Pandemie- bzw. Epidemiezeiten ein vermehrter Einsatz von Videokonferenztechnik zulässig ist, ohne geplantes Außerkrafttretensdatum normiert wurden. Nun wird sich über die Sinnhaftigkeit derartiger Krisenbestimmungen ebenso wie über das von ihnen ausgehende Missbrauchspotenzial trefflich streiten lassen und eine detaillierte Untersuchung würde hier wohl auch zu weit führen. Aber ein Vorteil eines vorsorglichen Schaffens von Regelungen für Strafverfahren in der Krise lässt sich bei allen berechtigten Bedenken wohl nicht von der Hand weisen. Würde man sich vorsorglich mit derartigen Krisenbestimmungen befassen, könnten sie ohne Zeitdruck beschlossen werden und wie üblich erst nach einem Begutachtungsverfahren und unter Einbindung von Expertinnen und Experten der unterschiedlichsten Bereiche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen kurzen Einblick in die österreichischen Covid-19-Sonderregelungen für den Strafjustizbetrieb geben und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.